Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Also gesehen, wie ich den Buchweizen habe keimen lassen. Ihr habt schon gesehen, wie ich mal am Tisch gegessen habe. Jetzt seht ihr, wie ich hier draußen esse. Und zwar mache ich das so, wie es ganz traditionell gemacht wird. Das heißt, auf dem Boden, unter der Sonne, langsam und bedacht. Und ich folge auch den Tipps von Jesus. Und der sagt ganz klar, zur Zubereitung seines Essens, lasst die Engel Gottes euer Brot bereiten. Befeuchtet euren Weizen, damit der Wasserengel in ihn eintrete. Das heißt, den Buchweizen oder auch den Weizen, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Kamut, Gerste oder andere Getreidekörner verwenden, weicht sie ein. Ja, dann tritt der Wasserengel in das Brot ein, in eure Nahrung. Dann geht's weiter. Dann setzt ihn der Luft aus, damit auch der Luftengel ihn umarme. Das ist das, was ich gerade mache und das, was ich bei dem Keimungsprozess beachtet habe, wo ich gesagt habe, der Sauerstoff muss immer wieder ran. Deswegen den Buchweizen nicht zu eng machen, nicht zu viel Buchweizen ins Glas und auch bei anderen Getreidesorten nicht zu stopfen, damit der Sauerstoff rankommt, damit er nicht schimmelt. Ja, der Wasserengel, der Luftengel soll nämlich den Buchweizen umarmen. Und lasst ihn vom Morgen bis zum Abend in der Sonne stehen. Ich habe den Buchweizen jetzt hier in der Sonne stehen können und meine Keimgläser hatte ich auch in der Sonne stehen. Also das hat auch 1:1 super geklappt, wie es hier steht. Damit der Sonnenengel in ihn herabsteige und der Segen der drei Engel wird bald den Lebenskeim in eurem Weizen sprießen lassen. Ja, also was ihr hier seht. Dann wird beschrieben, wie er aus diesem Buchweizen oder anderen Getreidesorten Brot machen kann. Ja, das klassische Szenerbrot, das heißt, der Teig, diese Samen werden dann zerquetscht, werden dann auf Steine gelegt, dass der Luftengel wiederkommt, und dann werden sie zur Hälfte des Tages umgedreht, etc. Das könnt ihr alles nachlesen. Wenn ihr ganz fortschrittlich seid, esst ihr den Buchweizen so. Wenn ihr, geschmacklich für das euch noch nicht so weit ist, dann macht aus diesem gekeimten Buchweizen ein Brot, in dem es dörrt. Das heißt, bei 42 Grad im Dörrgerät austrocknen lassen, wenn ihr einen Brotteig macht. Da könnt ihr dann auch ein paar Gewürze rein, könnt ihr ein bisschen Salz rein. Ich rate von Salz vollständig ab. Es ist aber, wie gesagt, ein Evolutionsprozess und da ist schon mal super, wenn ihr euch euer eigenes Brot macht aus gekeimten Buchweizen. Das heißt, ihr müsst nicht gleich alles hundertprozentig umsetzen. Leute, es ist ein Prozess. Die Natur ist ein Prozess. Keiner erwartet von euch irgendwelche großen Dinge. Es wäre schon mal schön, wenn ihr ein paar Sachen integrieren könnt und nicht alles umsetzt. Selbst ich schaffe es noch nicht immer alles umsetzen. Nur heute schaffe ich es, darauf zu hören, was Jesus sagt, nämlich esst maximal zwei verschiedene Sachen in einer Mahlzeit. Ich habe hier Feigen genommen, die wachsen nämlich auch hier bei uns in Europa, sind sehr süß, sehr lecker und den Buchweizen und das reicht mir. Aber wenn ich zu Hause im Laden bin, dann esse ich auch manchmal andere Sachen. Ja, es gibt wunderbare Alternativen. Ich mache mir dann zum Beispiel manchmal Hanfsamen mit etwas Stevia und ein bisschen Karo-Pulver. Ja, daraus mache ich so eine Energiekugel, die esse ich dann zu dem Buchweizen. Oder ich trinke vorher noch einen Wildkräutersmoothie aus frisch entsafteten Wildkräutern oder einen Gemüsesaft aus entsafteten Gemüse. Ja, ich probiere es aber immer mehr Richtung Monomahlzeit zu führen, damit ich in den Prozess weiterkomme, Leute. Und das meine ich, ja. Hier, ich zeige euch nur das Idealbild. Ich zeige es euch wirklich, wie es ursprünglich gedacht war, damit ihr lang lebt und euren Körper die perfekte Nahrungsaufnahme ermöglicht. Also wie ich gerade gesagt habe, kombiniert nicht zu viel, sondern wie er sagt, kombiniert zwei oder maximal drei Speisen, die auf dem Tisch eurer Erdenmutter findet, ja. Und seid damit zufrieden und lasst euch nicht von den Gelüsten Satans dazu hinbringen, alles zu verschlingen, was ihr rund um euch sehen könnt. Ja, also wenn ihr, ich kenne das, ja, im Laden ist es oft so, da sind die Schokorokostorten, da sind die Smoothies, hier sind tausende Superfoods. Wenn ich das alles ständig kombinieren und miteinander vermischen würde, würde sich Folgendes ergeben. Das beschreibt er auch hier. Denn ich sage euch wahrlich, mischt ihr in eurem Leibe vielerlei Speisen, so geht der Frieden eures Leibes verloren und ein endloser Krieg beginnt in euch zu wüten. Das kann man als Verdauungsbeschwerden interpretieren und als Gärungsprozesse und Fäulnisprozesse. Denn jedes unterschiedliche Lebensmittel, habe ich schon im Video erklärt, hat ein unterschiedliches Programm, in dem es verdaut werden muss. Ja? Das heißt, der Mund analysiert über den Speichel, aha, okay, Buchweizen, dafür muss ich ein bestimmtes Milieu herstellen. Das ist ein ganz anderes Milieu für Buchweizen als beispielsweise für eine Orange. Das heißt, so Smoothies und so, wie wir Nüsse, Chiasamen und so, suboptimal, Leute. Es ist ein Prozess, macht's, aber irgendwann werdet ihr merken, der Körper will auf die nächste Etappe. Also, es wird ein Krieg in eurem Leib wüten.
Und der Leib wird zerstört, gleich wie Heime und Reiche sich zerstören, sobald sie sich entzweien. Denn euer Gott ist der Gott des Friedens und nie hilft er bei Entzweiung weg. Und nie hilft er bei Entzweiung. Weckt daher nie den Zorn Gottes gegen euch, damit er euch nie von seinem Tische jage und ihr gezwungen seid, am Satans Tische zu gehen, wo das Feuer der Sünden, der Krankheiten und des Todes euren Leib verderben wird. Ja? Also Leute, wir sollen also auch unseren Körper wertschätzen, ja? Wir sollen den als Tempel sehen oder und auf einem Altar essen. Das war ursprünglich damit gedacht, wenn es um den Tempel geht, zu reinigen und den Altar. Ihr sagt es hier ganz konkret. Denn ich sage euch wahrlich, in einem Tempel wird der Leib der Menschenkinder verwandelt und ihr Inneres in einen Altar, wenn sie Gottes Gebote halten. Setzt daher nichts auf den Altar des Herrn, wenn euer Geist sich ärgert oder plagt. Ja, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir schlecht drauf sind beim Essen, wenn wir umgeben sind von Stress, wenn wir Leute um uns herum, mit denen wir nicht gut klarkommen, esst nicht, Leute. Esst in Ruhe. Nehmt euch die Zeit dazu. Nehmt euch eine Stunde Zeit. Es ist das Mittagessen. Dieses Essen werde ich gleich zelebrieren, wenn ich hier fertig bin. Ich werde mir richtig eine Stunde Zeit nehmen. Ich werde in Ruhe und gut kauen. Ja, und dazu komme ich auch gleich. Aber erstmal kurz dazu. Also, setzt daher nichts auf den Altar des Herrn, wenn euer Geist sich ärgert oder plagt. Noch denkt im Tempel Gottes an jemanden im Zorn. Und betretet das Heiligtum des Herrn, nur wenn ihr in euch den Ruf der Engel fühlt. Das bedeutet, wenn ihr richtig Hunger habt, ja, nicht Appetit, sondern den Ruf der Engel. Denn alles, was ihr in Sorge oder in Zorn oder in Verlangen esst, wird in euren Leib zu Gift. Denn Satans Atem beschmutzt all dies. Legt eure Gaben freudig auf den Altar eures Leibes und weist alle bösen Gedanken von euch, wenn ihr die Kraft Gottes von eurem Tische in euch aufnehmt. Und nie setzt euch zum Essen, wenn ihr nicht den Hungerengel euch ruft. Okay? Genau, da wären wir soweit. Jetzt kommen wir dazu, wie man essen sollte. Ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, gut kauen ist ganz, ganz wichtig. Und er beschreibt es hier wunderbar. Er sagt seinen Jüngern, und seid nicht wie der gierige Knecht, der am Tische seines Herrn immer auch das aufaß, was den anderen gehörte. Alles verschlang in seiner unersättlichen Durcheinander. Als der Herr das sah, wurde er böse und jagte ihn vom Tische. Als nun alle ihr Mahl beendet hatten, mischte er alles, was auf der Tafel übrig geblieben war, zusammen, rief den gierigen Knecht zu sich her und sagte, nimm und iss nun alles mit den Schweinen, dort ist dein Platz und nicht an meinem Tische. Ja, das ist hier immer sehr drastisch formuliert. Ich mag diese klaren Ansagen von Jesus hier. Leute, es ist ein Prozess. Keiner von euch wird jetzt dazu verdonnert oder ist gleich mit Satan oder ist gleich das Böse in Person, wenn er mehrere Sachen zusammen isst, wenn er seine Speisen erhitzt. Ihr sollt nur wissen, wie es idealerweise sein sollte. Und das haben mir die Essener für uns bewahrt, dieses Wissen. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Leute, ich habe das. Für mich war das auch ein schwieriger Prozess, das alles umzustellen. Aber ich war dankbar dafür, dass ich ein Ziel hatte, dass ich eine klare Perspektive hatte davon, wie es richtig ist. Und man fühlt es, Leute. Wenn ihr so esst, werdet ihr merken, ihr nehmt die ganz andere, die Substanz ganz anders auf. Ja? Okay. Okay, jetzt ist die Frage, ich habe hier so eine Riesenportion Buchweizen vor mir. Die Frage ist, wie viel sollen wir essen? Ja? Wie viel? Und dazu sagt er, und wenn ihr esst, so füllt euch nie ganz. Flieht Satans Versuchungen und lauscht der Stimme von Gottes Engeln. Und ganz Leute, ich bin so einer, der diesen Versuchungen fast kaum widerstehen konnte. Wenn ich erstmal angefangen habe zu essen, kam ich in so eine Sucht, in so eine Gier rein, dass ich ständig weiter essen wollte und nicht stoppen konnte. Deswegen war es für mich ganz wichtig, da mich zügeln zu lernen und zu denken, ey, besser, du isst nicht so viel. Und hier sagt auch konkret, wie viel. Und das ist übrigens genau das, was auch andere Weisheitstraditionen sagen. Und auch, ich habe mal eine wunderbare Dokumentation auf Arte über die Menschen in Okinawa gesehen, die so uralt werden. Die sagen, ich esse immer nur ein Drittel weniger als das, was ich reinbekommen könnte. Wie er sagt, denn Satan und seine Mächte verlocken euch immer mehr zu essen. Lebet daher im Geiste und widersteht den Begierden des Leibes. Und immer erfreut euer Fasten die Engel Gottes. Wie gesagt, Wachstumshormone, umso weniger wir essen, umso länger wir fasten, umso mehr erfreuen sich die Engel Gottes, die Wachstumshormone an unserem Körper. So gebt Acht, wie viel ihr esst, bis ihr ganz satt seid und dann esst ihr immer ein Drittel weniger. Also genau wie die Leute in Okinawa. Das Gewicht eurer täglichen Nahrung sei nicht weniger als ein Mina. Ein Mina ist ein Kilogramm. Das heißt, unsere tägliche Nahrung sollte nicht unter einem Kilogramm wiegen. Ja? Gleichzeitig sagt er aber,
soll jedoch nicht über 2 Mina gehen. Das heißt, zwischen 1 oder 2 Kilo. Dann werden euch die Engel Gottes immer dienen und ihr werdet nie in die Knechtschaft Satans und seiner Krankheiten fallen. Stört das Werk der Engel in eurem Leibe nicht durch häufiges Essen, denn ich sage euch wahrlich, wer mehr als 2-mal täglich isst, dient Satans Werk. Und die Engel Gottes verlassen sein Leib und bald wird Satan von ihm Besitz ergreifen. So, ihr Lieben, es ist 18 Uhr, alle sind beim Essen und ich sitze hier allein in meinem Zimmer. Ich rieche die Gerüche, es riecht köstlich, muss man ehrlich gestehen. Ich höre sie reden und das ist eine typische Situation, die jeder erlebt, wenn er auf Goskos umsteigt. Sei es in Familienkreisen, bei der Arbeit oder bei Feierlichkeiten, es wird öfter vorkommen, dass man ganz alleine auf sich gestellt ist. Deswegen gehe ich jetzt raus und erkläre euch mal, wie ich das mache. So, ihr Lieben, ihr seht, die Sonne geht da hinten gerade unter. Es ist 18 Uhr und Zeit zum Abendbrot. Aber es könnte genauso jetzt auch Zeit zum Frühstück sein oder Zeit für eine Zwischenmahlzeit. Auf jeden Fall ist es so, dass die anderen gerade essen und ich nicht. Ich hatte heute schon meine Mahlzeit zwischen 12 und 14 Uhr. Shatter Lover sagt übrigens, um 14 Uhr sei die ideale Zeit. Jesus, wenn die Sonne in Höchsten steht. Ich habe es heute auf 14 Uhr verlegt und es hat mir sehr, sehr gut getan. Habe mich danach hingelegt, meditiert und jetzt essen halt die anderen. Und in dem Moment werden viele schwach. Besonders Frauen berichten oft darüber, dass sie sich ausgegrenzt fühlen und sie sich dann doch zu den anderen Gesellen und dann doch mitessen. Und andere sagen, hey, ich werde dann böse auf die anderen, ich verfluche die, die sind doch alle so schwach und satanistisch, wie Jesus sogar sagt, ja, die gehen den satanistischen Gelüsten nach, diesen Gerüchen und verfallen immer wieder dem Fressen oder der Völlerei. Wie geht man nach dem Konzept der Gottkost damit um, ohne andere zu verurteilen und ohne sich dabei schlecht zu fühlen? Das würde ich euch jetzt erzählen. Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass es ganz normal ist, dass man sich ausgeschlossen fühlt und es einem vielleicht ein bisschen schlecht geht, weil wir Menschen, wir sind Gruppentiere. Ja, wir unterliegen einer Gruppendynamik, wir sind in Gruppen evolutionär gewachsen. Das heißt, wir haben das Bedürfnis, uns Gruppen anzuschließen. Wir glauben, wir verpassen was, wenn wir nicht dabei sitzen, dass andere vielleicht auch Sachen reden, die wir nicht mitbekommen, etc. etc. Für mich gilt trotzdem, ich bleibe stark und ich unterliege nicht diesem Gruppenzwang. Im Gegenteil, ich mache mein eigenes Ding und probiere dadurch eine neue Dynamik reinzubringen und andere Menschen davon zu überzeugen, dass dieser Weg vielleicht doch der gesündere ist. Das geht aber nicht, indem ich die anderen verurteile, sondern indem ich ihnen vorlebe. Und das mache ich, indem ich mich motiviere und immer wieder sage, hey, das, was du machst, ist richtig und gut. Und wenn ihr Motivation braucht, schaut euch einfach nochmal das letzte Video an, wo ich die 10 Gründe genannt habe, wieso eine Mahlzeit am Tag genau die richtige Entscheidung ist. Ich führe es mir dann geistig nochmal vor Augen und dann hole ich mir andere Nahrung, nämlich geistige Nahrung. Das heißt, in dem Fall habe ich meine Frau angerufen, habe gefragt, wie es dem Baby geht. Ich habe meditiert, ich habe gelesen, an meinen Projekten gearbeitet. Also genau das, was ich will, wenn ich mehr Zeit habe. Meinen Hobbys nachgehen, jeder von euch hat seine Hobbys. Was ich auch gleich noch machen werde, ist trainieren, weil 18 Uhr ist die perfekte Zeit zum Trainieren. Das ist so, weil evolutionsbiologisch war es so, um 18 Uhr musste der Mensch sich nochmal aufwachen, um ein Nachtlager aufzuschlagen und für die Nacht irgendwie Sicherheit zu haben und vielleicht noch irgendwie kleine Sachen aufbauen oder sonstiges. Das heißt, da haben wir nochmal einen Peak, das heißt ein Hoch und besonders gut für Krafttrainings die Zeit. Morgens ist die Zeit für Ausdauerläufe, das heißt, wenn andere morgens frühstücken, geht laufen, da ist der Appetit weg. Auch danach habt ihr erstmal keinen Appetit und danach abends am besten nochmal trainieren. Ja, also geistige Nahrung holen, Leute, ganz, ganz wichtig. Und dann ist es gar kein Problem und man denkt auch gar nicht mehr groß an die anderen. Wenn alle dann fertig mit dem Essen sind, bin ich immer richtig froh. Ich bin richtig stolz auf mich und denke mir, wow, schon wieder geschafft. Einen Tag mehr, an dem du es geschafft hast, abends nicht zu essen. Du hast deinem Körper so gut getan. Du hast der Menschheit so gut getan. Und du bist einfach glücklich, ja. Das heißt, man hat so ein Gefühl des Wohlwollens, der Zufriedenheit und der Glückseligkeit. Und dann kann man die anderen auch umarmen und ist ihnen gar nicht böse, sondern kann mit ihnen lachen und sich zu ihnen gesellen und mit ihnen feiern. Man kann sich natürlich auch während des Essens zu ihnen gesellen, wenn man ganz stark ist und einen überhaupt nicht beeinträchtigt und auch merkt, die anderen, dass man die anderen dadurch nicht provoziert, wenn man nicht mit ist, weil viele allein schon die Anwesenheit stört, wenn man da sitzt und nicht isst, weil sich dadurch verurteilt fühlt. Ihr müsst also sehr vorsichtig sein. Ja, die Menschen, man kann nicht kommunizieren. Ja, das heißt, jede Form
aber auch des Nichtredens ist Kommunikation. Weil dadurch zeigt ihr den anderen, ey, das, was du machst, ist eigentlich falsch. Und deswegen ist es vielleicht besser, sich manchmal zurückzuziehen und den anderen zu erklären, hey, ich habe meine Prinzipien. Falls ihr Interesse daran habt, kann ich euch gerne dazu was erklären. Falls nicht, wünsche ich euch trotzdem einen guten Appetit und ja, alles Gute. Auf jeden Fall, nach dem Essen geht es einem richtig gut, wenn alle gegessen haben. Und dann denke ich, wow, super, ich habe nicht mitgegessen. Wenn ihr nicht beim Essen erscheint, wundert euch nicht, wenn die anderen euch verfluchen oder sogar angreifen. Weil sie denken sich, ey, der denkt wohl, der ist was Besseres. Und ihr wisst, ja, ich weiß es auch besser. Aber ihr müsst es den anderen nicht so direkt vorhalten, sondern ihr könnt einfach zu eurer Vorstellung stehen, zu eurem Konzept stehen, ihnen es ihnen vermitteln, falls sie fragen. Und könnt euch klar auch eure Grenzen formulieren. Ja, ihr könnt sagen, nee, ich möchte nicht mitessen, ich habe da meine klaren Vorstellungen. Und es kann euch egal sein, was die anderen über euch denken. Ja, ihr lebt eure eigene Vision, ihr lebt euer eigenes Leben. Und es wird immer welche geben, die euch dafür verurteilen, was ihr macht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, früher oder später sich damit abzufinden, dass man es nie jedem gerecht werden kann. Und das ist, wie gesagt, ein großes Problem von Frauen, was ich erlebt habe, dass sie da immer alles jedem gerecht werden wollten. Das liegt wahrscheinlich auch an der Konditionierung und Sozialisierung, aber ich kann euch nur ans Herz legen, Leute, Frauen besonders, geht euren Weg, seid Vorbilder, weil in die neue Zeit, in die wir kommen, ist ein Matriarchat. Es geht also genau um diese Aspekte, weil ihr habt oft bei der Ernährung das richtige Gefühl, traut es euch aber vielleicht nicht so demonstrativ umzusetzen und dahinter zu stehen. Deswegen lebt eure Vision, formuliert eure Grenzen ganz klar, und gebt in Liebe Kontra. Das ist ganz wichtig, in Liebe Kontra geben. Ja, das heißt nicht mit den anderen Diskussionen anfangen, wenn ihr merkt, okay, das führt zu nichts, sondern einfach euren Standpunkt formulieren und sagen, gut ist. Ideal wäre natürlich, wenn ihr sie umarmen könnt in eurem Verständnis, in eurer Freundlichkeit und auch nach dem Essen ganz freundlich zu ihnen seid, dass sie merken, okay, alles ist gut, der ist nicht überheblich, ja, denn das ist die einzige Krankheit, die durch das Fasten und durch die Gottkost entsteht oder vergrößert wird, sagt Hildegard von Bingen. Das sag nicht ich, sondern Hildegard von Bingen sagt, Fasten heilt alle Krankheiten, nur eine wird verstärkt und die ist die Hybris. Das ist die Überheblichkeit, ja, dass man denkt, oh, ich bin überlegen, ich bin der bessere Mensch und so, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen, wie man so schön sagt. Bei mir war es zum Glück so, ich habe das schon immer von mir gedacht. Nein, Spaß. Also ich habe früh gelernt, damit umzugehen, weil ich schon früh mir immer dachte, ich wäre der Krasseste und. Und dann durch die Gesetze, die ich über das Lebendige verstanden habe, dass ich Teil einer großen Quantenmatrix bin und all diese Denkweisen alles egoistisch sind und ich und ich bin der Beste und ich bin der Krasseste. Das ist satanistisch, weil das ist trennend. Wie schon oft erzählt, satanistisch heißt trennend. Ich bin hier, ihr seid da. Und göttliches Verbinden. Deswegen umarmt die anderen, aber steht ganz klar zu euren Konzepten und habt nicht das Bedürfnis, euch aufzuopfern. Lasst das Bedürfnis, anderen zu gefallen, los, Leute. Das ist ganz wichtig. Ja, ihr müsst nicht mitessen, um angenommen zu werden oder geliebt zu werden, ja, oder um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. Und versteht die anderen, denn indirekt kritisiert ihre Lebensweise, wenn ihr nicht mit esst. Deswegen habt Mitgefühl für sie, ja, und bildet Verständnis aus für sie. Und achtet sie auf gar keinen Fall dafür, dass sie diesen satanischen Versuchungen noch widerstehen. Im Gegenteil, habt Mitgefühl für sie. Und am besten wäre natürlich, das stärkste aller Gebete ist die Fürbitte für andere. Das heißt, wenn ihr in der Zeit, in der sie ist, betet, dass es ihnen gut gehen mag, dass sie das gut vertragen mögen, dass sie vielleicht Verständnis für euch entwickeln und eure Lebensweise mal hinterfragen und vielleicht sich doch mehr dafür interessieren. Und in diesem Feld, Leute, in dieser Haltung zu ihnen, begegnet ihr ihnen danach wieder, ja? Und ihr selbst für euch seid natürlich voller Freude und Glückseligkeit, weil ihr wisst, am nächsten Tag mittags könnt ihr euch schon wieder auf euer Essen freuen. Ihr habt keinen Verzicht, im Gegenteil, ihr erlebt Lebensfreude und Fülle, weil ihr merkt, wie viel Energie es euch gibt, nicht zu essen, ja? Wenn ihr diese ersten Phasen mal überstanden habt, und dann wird es auch wahrscheinlich so sein, dass Leute sich zu euch gesellen. Und genau so begründen wir die neue Menschheitskultur. Wenn es keine Vorreiter gibt, keine Pioniere, keine Avantgarde, wie soll sich dann was verändern? Genau diese Situationen sind es, wo eine neue Kultur begründet wird. Ja, aber jetzt ist Kultur, morgens Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und wer dann nicht mitmacht, der passt nicht in die Gesellschaft. Ja, er passt nicht in die Gesellschaft. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen diese Gesellschaft nicht mehr. Wir wollen eine neue Gesellschaft. Ohne Verurteilen, sondern in Liebe und Umarmung und Freundlichkeit und Verständnis, Leute. Und dabei kann ich euch nur wirklich ans Herz legen, die anderen nicht über den Kamm zu scheren und sagen, ach, die sind alle schlecht oder die sind alle böse. Und genauso zu verstehen, dass die anderen euch auch nicht über einen Kamm scheren können, sagen, ey, der mit seiner Lebensweise denkt, der wäre der Beste. Und wenn sie es tun, dann versteht sie und seid göttlich, ja. Versteht sie
und geht auf sie ein. Und wenn ihr merkt, okay, das bringt jetzt nichts, zieht euch wieder zurück. Und wenn wieder ein Moment der Achtsamkeit ist, wo ihr merkt, okay, hey, da ist jemand, der hat ein offenes Ohr, dann könnt ihr loslegen, könnt es ihm wieder erzählen. Ich bin genauso, ja. Also ich bin jetzt hier in der Gruppe, alle essen, 8 oder 10 Leute. Ich habe am Anfang, am ersten Tag gesagt, hey Leute, ich praktiziere es so, dass ich einmal mittags esse. Also wundert euch nicht, dass ich abends nie dabei bin und morgens auch nicht. Ansonsten schließe ich mich gerne in Gruppenaktivitäten an, gehe mit euch wandern etc. Aber nur damit ihr es Bescheid wisst, ich esse nicht mit. Ja, und natürlich fühlt man manchmal, ja, die anderen, ja, die denken, ja, der ist was Besseres und guck mal und so. Aber Leute, ich habe es ganz klar formuliert, ich habe zu meiner Sache gestanden und dann kamen auch schon ein paar Leute auf mich zu und haben interessiert gefragt. Und dann kam auf einmal, besonders bei den Frauen, ja, ich habe das auch mal gemacht und ja, ich finde das voll interessant und ich würde gern auch. Deswegen Leute, seid Vorreiter und so erschaffen wir die neue Welt. Und so geht ihr auch dann locker in den Abend rein und in den nächsten Tag und ihr erfreut euch der Vorstellung, wie die Engel an euren Körper arbeiten, wie ihr regeneriert werdet, wie eure Muskelzellen wachsen, wie eure Organe verschont werden und schlaft wunderbar ein und dann geht ihr am nächsten Tag wunderbar essen und da gehen wir jetzt auch wieder hin. Ich zeige euch jetzt, wie ich Buchweizen essen gehe, wieder am nächsten Tag. Also, dann seht ihr, die Nacht ist ganz schnell vorbei. Okay Leute, wir haben also alle zentralen Botschaften. Und jetzt kommen wir dazu, wie man das Essen idealerweise zu sich nehmen sollte. Ja? Und dazu sagt er, atmet während des gesamten Mahles lang und tief, damit der Luftengel es segnen möge. Und kaut die Speisen gut mit euren Zähnen, damit sie zu Wasser werden und der Wasserengel sie in eurem Leib in Blut verwandeln kann. Ja, also gut kauen. Ich habe euch schon gesagt, Galina Schatolowa hat geschrieben, zwischen 50 und 150 Mal. Es ist schwierig, Leute im Alltag das einzubringen. Deswegen sage ich, nehmt euch wirklich die Stunde Zeit. Kein Handy, keine Anrufe, keine Ablenkung. Am besten auch nicht großartig regnen. Wirklich das Essen zelebrieren. Und dann merkt ihr, habt ein ganz anderes Sättigungsgefühl. Also, so lange essen, bis der Speichel, ja, bis der Wasserengel sie in eurem Leibe in Blut verwandeln kann. Und esst langsam, als wäre es ein Gebet zu Gott. Denn ich sage euch wahrlich, wer in dieser Art an Gottes Tafel isst, in den tritt Gottes Kraft ein. In diesem Sinne, Leute, möchte ich euch vielmals bedanken dafür, dass ihr mir so schön hier beim Essen zuschaut und zugeschaut habt. Ich werde jetzt diese Speise genießen, Leute. Wie gesagt, das ist das Nonplusultra. Das ist die perfekte Form. Das ist Gottkost, was ich euch hier vorgestellt habe. Und das war auch mein Anspruch. Allerdings ist es auch so bei mir. Ich mische manchmal mehr als 3 oder 4 Sachen zusammen. Aber tut mir den Gefallen, dann lasst wenigstens ein bisschen Verdauungszeit. Zum Beispiel, wenn ihr anfangt, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, für ein Menü, das jedem schmeckt, das gesund ist und das ein guter Kompromiss ist. Also, wenn man es ganz genau sieht, sollte man nicht mehr als 3 Speisen müssen. Da wäre es ideal zu sagen, ich beginne mit frisch gepressten Gemüsesäften aus einer Gemüsesorte, dann esse ich Buchweizen und danach esse ich Datteln oder Feigen oder je nachdem, was für Trockenobst ihr gerade in eurer Umgebung findet. Ja? Also natürlich auch bio, klimatisch, saisonal, regional, hat er auch ganz genau beschrieben. Also nicht aus fernen Ländern anschiffen lassen. Ja? Und deswegen ist der Buchweizen, finde ich, auch so eine geniale Sache. Okay. Zweites Menü, das heißt, ihr mischt ihr macht ein 3-Gänge-Menü draus. So mache ich das ehrlich gesagt meistens. Ihr esst, ihr trinkt einen Wildkräuter-Smoothie aus einem Wildkraut, bisschen Spinat und einer Obstsorte. Das Ding schmeckt, Leute. Ja, das schmeckt richtig gut. Wenn ihr das mixt, dann habt ihr in einer Mahlzeit, die ihr dann 20 Minuten vor dem Hauptgang einnimmt, eine Vorspeise, die perfekt das Essen, sag ich mal, auffängt, ja, und mit euch somit viel mit Verdauungsenzymen anreichert, dass der zweite Gang leicht verdaut wird und ihr keine Verdauungsprobleme habt. Der zweite Gang sieht folgendermaßen aus. Ihr nehmt Buchweizen, ihr könnt dazu, sag ich mal, noch ein bisschen Trockenfrüchte essen oder ich mache das wirklich so, ich esse dann wirklich nur Mono-Buchweizen und gönne mir dafür noch ein Dessert, das heißt 3-Gänge-Menü. Vorspeise Smoothie oder frisch gepresster Gemüsesaft, ja, dann Buchweizen Mono, gut verdaut, 20 Minuten warten und dann Nachtisch, Trockenfrüchte, ein paar Hanfsamen, ein paar Chiasamen, das ist, worauf ich halt gerade Lust habe. Und jetzt mein neuestes Favorite ist, wie gesagt, diese Energiekugel aus Stevia, Hanfsamen, Kokosraspeln sind so eine Sache, kommen aus fernen Ländern, habt ihr recht. Ist suboptimal, aber geschmacklich dafür köstlich. Und dazu Karob. Und wenn ihr das tut, Leute, dann seid ihr im Prozess drin und dann merkt ihr, ihr braucht immer weniger, eure Geschmacksknospen sagen euch, ey,
es reicht eigentlich, ich brauche gar nicht so viel zu essen. Und was ganz interessant ist, ihr merkt auch an eurem Körper, an körperlichen Signalen, dass ihr genug gegessen habt. Und zwar ist es so, wenn ihr genug habt, dann gibt der Körper euch einen Impuls. Das heißt, es kann sein, dass ihr euch auf die Backe beißt, auf die Zunge beißt, dass ihr rülpst, dass ihr furzt. Ja, also der Körper, wenn ihr mal ganz achtsam seid, werdet ihr merken, okay, jetzt ist genug. Ja, oder ihr habt so ein Bauchgefühl oder es grummelt ein bisschen im Magen. Dann wisst ihr, okay, jetzt habe ich genug, weil es wiegt keiner sein Essen vor der Mahlzeit ab. Es gilt also wirklich da ein Gefühl dafür zu entwickeln, Leute. Instinktiv, intuitiv zu wissen, okay, es reicht jetzt. Und deswegen ist auch die Ruhe ganz wichtig und das Essen zu zelebrieren. Ja? Und wenn ihr so isst, Leute, dann werdet ihr groß und stark sein, wie er sagt. Die Engel des Herrn werden sich immer um euch kümmern, Leute. Ihr werdet keine Krankheiten leiden, ihr werdet gesund sein und ihr werdet sehr alt werden. Ihr werdet alles erleben, was ich bei meinem ersten Video erklärt habe, wo ich gesagt habe, 10 Gründe, wieso ich nur noch einmal am Tag esse. Aber es soll keine Selbstkasteiung sein, es soll Genuss sein, Leute. Der Freudenengel soll über allem stehen. Deswegen genießt eure Mahlzeit, Leute. Kasteit euch nicht und zwingt euch zu nichts auf, Leute. Macht einen langsamen Prozess in diese Richtung und geht eure Schritte, die ihr gehen müsst, ohne euch zu irgendwas hingedrängt zu fühlen durch dieses Video. Das ist der ideale Weg. Wie ihr es für euch entscheidet, müsst ihr entscheiden. Ich habe euch jetzt ein paar Möglichkeiten gegeben und ich gebe euch noch ein Beispiel von den alten spartanischen Kriegern. Die haben nur einmal am Tag gegessen und zwar abends und zwar genau das hier. Eine Handvoll. Und die haben ihre riesige, starke Körpermasse und ihre geistigen Fähigkeiten alle damit erhalten und genährt. Ich werde hier ein bisschen mehr jetzt zelebrieren, Leute. Ich danke euch sehr für dieses Video. Gebt mir einen Daumen hoch, teilt dieses Video und schaut euch nochmal das erste Video an, wo es heißt 10 Gründe, wieso ich nur einmal am Tag esse. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und genießt euer Leben. Genießt euer Leben. Ach so, noch ganz wichtig, natürlich, Leute. Wenn ihr den Prozess anfangt, ganz wichtig, erstmal Superfoods. Das ist der erste Schritt. Wenn ihr ganz normal zurzeit noch isst, 3-4 Mal am Tag mit Zwischenmahlzeiten, fangt mit Superfoods an, denn die helfen euch dabei, ganz bestimmtes Nährstoffspektrum anzureichern. Das heißt, der Appetit wird schon mal weniger. Der Blutzuckerspiegel wird reguliert, wenn ihr zum Beispiel morgens 20 Chlorella oder Spirulina schon mal zu euch nehmt, Wasser trinkt, einen Liter, dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Dann fangt ihr langsam an, eure Nahrung umzustellen, vom Fleischessen auf das Vegetarische, vom Vegetarischen auf das Vegane, vom Vegane aufs Rohkost und dann High-End sowas natürlich, weil Rohkost, habt ihr ja gehört im ersten Video, kann man viel falsch machen, kann man sich auch überfressen und kann man auch viele Produkte aus verschiedenen Ländern mischen. Das muss alles nicht sein, Leute. Geht in diesen Prozess, ich unterstütze euch gerne dabei, ich schreibe Ernährungspläne, Leute. Die habe ich hier unter dem Video verlinkt, da habe ich auch meinen Link zu all den Lebensmitteln, ja, die nicht ich verkaufe, sondern die ihr dann über Amazon die bestellen könnt. Also ich verkaufe keine Produkte, ich mache keine Health Claims, keine Gesundheitsversprechen, ihr könnt mich also nicht mehr anzeigen, Leute. Ich bin auf dem Weg, um euch zu helfen und euch dabei zu unterstützen, in den Prozess der Verwandlung zu gehen, damit wir die ganze Menschheit transformieren, Leute. Denn darum geht's uns. Eine neue Menschheitskultur zu begründen, die Perspektive darauf zu haben, in welche Richtung geht's für mich, in welche Richtung geht's für die Menschheit. Habt die offene Wahrnehmung, Leute, und seid offen für Veränderung. Jetzt danke ich euch wirklich fürs Zuschauen und ihr seht, das Wasser läuft mir schon im Mund zusammen. Die Sonne steht oben. Ich genieße jetzt mein Mahl. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid alle göttlich, mindestens genauso wie ich. Fakt ist, dass ich selbst mich noch nie so gesund ernährt habe, wie an diesem einen wunderschönen Tag oben in den Bergen. Macht euch also nie selbst Vorwürfe, wenn ihr nicht gleich vollkommen auf Gottkost umsteigen könnt und profitiert von den 70.000 pflanzlichen Lebensmitteln, die in eurer Umgebung wachsen. Macht euch keinen Druck und vergesst nicht, dass ihr immer geliebt werdet, egal wie ihr euch entscheidet, egal wie viel ihr esst oder auch nicht und egal wann ihr auf Gottkost umsteigt und wie ihr für euch den richtigen Weg findet. Ich liebe euch und wünsche euch alles Gute bei der Umstellung. Für Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Ich freue mich, wenn ich jemanden dabei unterstützen kann, Gottkost umzusteigen. Ich wünsche euch nun alles Gute auf eurem Weg. Das Video hat euch gefallen und ihr abonniert meinen Kanal, damit wir uns schon bald wiedersehen. Bis dahin alles Gute, euer David.